Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend. Ich hoffe, wir hatten alle ein frohes Fest und sind gut ins neue Jahr hineingerutscht und haben sehr gute Vornamen fürs neue Jahr, die sich hoffentlich alle verwirklichen werden. Und wenn die Buddha-Lehre dabei helfen kann, diese Vornamen, die man hat, zu verwirklichen, so würde das sehr schön sein. Ich habe mir für heute Abend eine Lehrrede ausgesucht, die erstens einmal sehr nett ist darum, weil sie lustige Gleichnisse enthält, aus dem man, wo man sich genau etwas vorstellen kann drunter. Aber außerdem enthält sie natürlich nicht nur das, denn das wäre ja nicht genug für eine Lehrrede, sondern sie enthält die ganzen Übungen, der ganze Übungsweg, um jegliches Dukkha loszuwerden. Und sollten irgendwelche von Ihnen noch nicht hier im Haus vorher gewesen sein und das Wort Dukkha noch nicht gehört haben, so kennen Sie es trotzdem. Dukkha, D-U-K-K-H-A, bedeutet alles, was einem nicht gefällt. Und das kennt ja nur jeder in- und auswendig. Und es bedeutet Leid, Kummer, Schmerz, Jammer. Es bedeutet unerfüllt sein. Es bedeutet unzufrieden sein. Es bedeutet das innere Gefühl, dass da müsste doch noch was mehr im Leben sein. Und die ewige Suche nach dem, was uns beglücken kann. All das ist Dukkha. Dukkha ist außerdem, dass wir sehr häufig mit der Vergänglichkeit von den Dingen, die wir gern hätten, nicht einverstanden sind. Mit anderen Worten, dass wir sehr oft nicht mit dem einverstanden sind, wie es eigentlich wirklich ist. Das ist alles Dukkha. Und da so viele Dinge Dukkha sind, ist das eine Wort in Pali immer beibehalten worden, weil es so einfach ist, so ein Wort zu benutzen, statt diese ganzen Erklärungen. Aber ich wollte diese Erklärung abgeben, falls jemand das Wort noch nicht kennt. Aber wie gesagt, auch wenn man das Wort nicht kennt, man kennt genau das Gefühl. Ärger ist Dukkha natürlich und all diese Dinge. Und es gibt 37 Erleuchtungsfaktoren. Das bedeutet nun nicht gleich, dass wenn man die übt, dass man nun gleich erleuchtet ist, sondern es gibt 37 Dinge, die zu üben sind. Und wenn wir sie üben, natürlich mal ist man mehr auf das eine fokussiert und mal auf das andere, dann kann uns sicher sein, dass etwas geschieht. Und das ist, was diese Lehrrede sagt. Jetzt möchte ich erst einmal ein bisschen davon etwas vorlesen und dann erklären. Die Lehrrede heißt, ohne Übung kein Fortschritt. So sehr auch ein Mensch, der keine Geistesschulung pflegt, den Wunsch hegen mag, ach, dass doch mein Herz von Dukkha befreit werde, so wird es eben dennoch nicht befreit. Und warum nicht? Weil er seinen Geist nicht entfaltet hat, wäre zu erwidern. Und entfaltet worin? In den vier Grundlagen der Achtsamkeit, den vier rechten Anstrengungen, den vier Machtwerten, den fünf geistigen Fähigkeiten, den fünf geistigen Kräften, den sieben Gliedern der Erleuchtung und dem edlen achtfachen Pfad. Diejenigen, die schon öfter hier waren, wissen, dass wir alle diese Dinge, die da genannt werden, einzeln besprechen werden. Nicht nur, was sie sind, sondern auch, wie man sie übt. Was erst einmal interessant ist, ist, dass wir uns wünschen können, so sehr wie wir wollen, dass wir keinen Dukkha hätten. Und jeder wünscht sich das. Und die meisten Menschen haben sich da auch irgendeinen Weg zusammengeschustert, wie sie es vielleicht loswerden könnten, indem man die Leute los wird, die einem nicht besonders gefallen oder die einen nicht unterstützen und indem man die Dinge los wird, die einen ärgern und so weiter. Aber deswegen ist das Herz nicht befreit. Und jeder, der das nun schon probiert hat, und ich nehme an, jeder hat schon probiert,
muss das wissen. Das Herz kann nicht befreit sein, wenn man irgendetwas los wird, weil man kriegt nämlich was anderes. Und da gibt der Buddha ein nettes Gleichnis. Gesetzt eine Henne, habe da 8 oder 10 oder 12 Eier gelegt, habe sie aber nicht genügend bebrütet, nicht genügend erwärmt, nicht genügend zur Entwicklung gebracht. Wie sehr nun auch jene Henne wünschen mag, ach, dass doch meine Küchlein mit den Krallenspitzen oder dem Schnabel die Eierschale durchbrechen und heil ausschlüpfen möchten, so werden sie eben doch nicht dazu imstande sein. Und warum nicht? Weil eben die Henne ihre Eier nicht genügend bebrütet, erwärmt und zur Entwicklung gebracht hat. Und so ist es auch mit einem Menschen, der keine Geistesschulung pflegt. Also es sind unrealistische Wünsche, mit anderen Worten. Aber das kann man mit einem Satz sagen, aber es ist auch sehr nett, das mit dieser Henne zu hören. Und das kann man sich nämlich viel besser merken. Der Buddha hat gesagt, intelligente Menschen merken sich Lehren viel besser mit guten Gleichnissen. Und daher hat er viele Gleichnisse verwendet. Also unrealistische Wünsche, ja, sicher. Aber diese Henne, das kann man sich sehr gut vorstellen, ne? Die möchte gern, dass ihre Küchlein da ausschlüpfen, aber sie denkt gar nicht dran, auf den Eiern zu sitzen. Und vielleicht können wir das vergleichen mit auf dem Meditationskissen sitzen. Wäre gar nicht so ein schlechter Vergleich. Ich hätte gern keinen Ducker, aber wie macht man das? Und dann sagt er Folgendes. Doch selbst, wenn ein Mensch, der Geistesschulung pflegt, nicht den Wunsch hegen sollte, dass sein Herz vom Dukkha befreit werden möchte, so wird er eben dennoch von den triebhaften Hindernissen befreit. Und warum? Weil er eben seinen Geist entfaltet hat, wäre zu erwidern. Und worin? Und dann wiederholt er die 37 Erleuchtungsfaktoren. Und dann wiederholt er, dass wenn eine Henne da diese Eier hat, und gar nicht den Wunsch hegt, dass die nun ausschlüpfen sollen, die Küken. Aber sie sitzt brav auf ihnen und brütet und erhitzt sie. Dann schlüpfen sie eben aus. Und dann kommt noch ein Gleichnis, was auch nicht uninteressant vielleicht ist. Oder wenn einem Tischler oder Tischlergesellen der Griff seines Beiles abgenützt ist, sich Fingerabdrücke zeigen, er dennoch nicht weiß, dass heute so viel, gestern so viel und zu anderer Zeit so viel vom Beilgriff abgenutzt wurde, sondern er eben das, was abgenutzt ist, als abgenutzt erkennt. Ebenso auch steht es mit dem Menschen, der Geistesschulung pflegt, wenn er auch nicht weiß, dass ihm heute so viel und gestern so viel und zu anderen Zeiten so viel vom Dukkha geschwunden ist, so erkennt er doch das Geschwundene als geschwunden. Das ist auch eine interessante Tatsache, die für jeden Übenden existiert, dass wenn man zurückblickt und man übt immer weiter, man einen Unterschied sieht von den eigenen Reaktionen. Und das ganze Dukkha, was wir uns selber bereiten, und wir sind darin sehr geschult, uns selbst Dukkha zu machen, kommt von unseren Reaktionen. Von nirgendwo anders her. Und wenn man immer weiter übt und auch selbst wenn man gar nicht genau weiß, ja, da habe ich das aufgegeben oder da habe ich jenes aufgegeben, sondern man schaut einfach zurück, dann merkt man, es hat sich was geändert. Und das gibt natürlich neue Kraft, um weiter zu üben. Die ersten 4 von den 37 Erleuchtungsfaktoren sind die 4 Grundlagen der Achtsamkeit. Die Achtsamkeit steht immer an der Spitze von solchen Aufzählungen, weil ohne die Achtsamkeit man nicht genau weiß, was los ist. Und das ist die Schwierigkeit, die den Menschen im Allgemeinen den Pfad verbauen, weil wir nicht wissen, was genau in uns vorgeht, und wir daher glauben, es geht außen um uns herum vor. Das ist der große Fehler, den wir machen. Diese 4 Grundlagen der Achtsamkeit sollte man sich genau merken können. Diese Anweisungen des Buddhas sind sehr genau, sehr detailliert
Sie haben ganz bestimmte Terminologie und Methoden. Und es ist interessant, dass wir ja sehr oft denken, dass wir ja Methoden, die engen uns vielleicht ein und mit denen können wir gar nichts machen. Im Gegenteil. Ohne die Methode wird überhaupt nichts draus. Und zwar wird heutzutage, und das nehme ich an, das ist schon immer so gewesen, aber das weiß ich nicht, sehr viel Selbstgebasteltes benutzt. Dafür möchte ich dringend warnen. Da habe ich schon oft einmal gehört, wie wenig gut das ausgeht. Nichts selber basteln. Es ist nämlich gar nicht nötig. Wir haben eine uralte Tradition, nicht nur eine, wir haben viele uralte Traditionen, die uns genau sagen, was wir tun könnten, wenn wir nur wollten. Und wenn wir das tun, dann ist das wie bei der Henne. Dann sitzt man da und dann kommen die Küchlein schon mal endlich. Oder dann weiß man schon mal, dass dieser Beigriff abgenutzt ist. Aber wir müssen uns natürlich auch stetig beschäftigen. Das ist eine Sache zum Beispiel bei einer Henne, wenn man das schon mal miterlebt hat. Die stehen nicht immer zu auf und lassen die Eier erkalten. Man muss immer weitermachen. Und sollten sie immer zu aufstehen und die Eier erkalten lassen, wird gar nichts draus. Da muss man seinen Brutkasten tun. Da wird kein Küchlein draus. Also, man muss weitermachen. Und man merkt den Fortschritt, aber langsam natürlich. Und die Methoden, die uns der Buddha überliefert hat und die 2500 Jahre alt sind, sind Methoden, die für viele, viele Menschen schon einen guten Weg gezeigt haben. Der Buddha hat diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, Übende genannt. Wenn wir ein Übender sein wollen, müssen wir uns an gewisse Methoden halten. Und diese gewissen Methoden, Achtsamkeit, die erste davon, werden einem sozusagen zur zweiten Natur. Man passt auf. Auch darum, weil man genug aufpasst, um zu merken, dass wenn man nicht aufpasst, man erstens einmal mehr Schwierigkeiten hat als nötig, und zweitens mal auch emotionale Unfälle hat. Genau wie wenn man beim Autofahren nicht aufpasst, man auch leicht mal einen Unfall baut. Ja, weil wenn man nicht auf sich selber aufpasst, hat man auch solche Unfälle. Und wenn man genügend schon mal auf sich aufgepasst hat, dann merkt man, dass es daher kommt, dass man nicht aufgepasst hat. Und das ist dann auch wieder die Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt nichts anderes wie ein ganz einfaches deutsches Wort, aufpassen. Und in diesem Fall auf sich selbst. Auf sich selber aufpassen. Wir sind alle aus dem Alter heraus, wo unsere Eltern auf uns aufgepasst haben. Das war einmal. Das können wir nicht mehr erwarten. Die haben aufgepasst, dass wir uns nicht wehtun, dass wir uns einigermaßen vernünftig benehmen und so weiter. Das müssen wir selber machen. Aber diese Achtsamkeit geht weiter als das. Die Achtsamkeit, die weltliche Achtsamkeit, die ist sozusagen für jeden eine Notwendigkeit. Und zwar eine Überlebensnotwendigkeit. Sollten wir die weltliche Achtsamkeit überhaupt nicht benutzen, und das ist ganz selten, dass jemand das nicht tut, dann ist das Überleben eine sehr große Schwierigkeit. Wir könnten zum Beispiel nicht im Auto fahren, wenn wir nicht aufpassen. Wir würden uns die Finger abschneiden, wenn wir Kartoffeln schälen, könnten kein Telefon richtig bedienen und so weiter. Das ist dann eine vollkommen fehlende Achtsamkeit. Aber die haben wir alle, diese Achtsamkeit. Und dann, in dem Moment, wo wir mit dem Auto dorthin gekommen sind, wo wir hin wollten und hoffentlich noch den Schlüssel nicht ins Auto gesperrt haben aus Unachtsamkeit, sondern ihn in die Tasche gesteckt haben, dann ist schon wieder aus mit der Achtsamkeit. Oder wir haben die Nummer gewählt auf dem Telefon und dann ist schon wieder aus. Dann reagieren wir schon wieder auf das, was wir hören.
Wir machen so lange mit der Achtsamkeit mit, wie wir glauben, dass es unumgänglich nötig ist. Aber das ist gar keine vorher überlegte Sache, die wir da haben, sondern einfach die Lässigkeit und Trägheit des Geistes, unser drittes Hindernis. Die Achtsamkeit ist etwas, was den Geist engagiert. Und wenn wir sie gelernt haben, und die lässt sich ganz leicht lernen, dann ist der Geist engagiert. Er ist engagiert mit dem, was jetzt im Moment geschieht. Und wenn er engagiert ist mit dem, was jetzt im Moment geschieht, dann ist er interessiert. Dann ist es unmöglich, Langeweile zu bekommen. Dann ist es unmöglich, sich überfordert zu fühlen. Und dann ist es unmöglich, Widerwillen zu spüren. Denn wenn der Geist mit dem engagiert ist, was er tut, dann hat er keinen Freiraum für all diese Unannehmlichkeiten. Langeweile ist noch die kleinste Unannehmlichkeit davon. Aber Langeweile ist auch ein Problem, weil man die Menschen das ausfüllen mit Dingen, die keine gute Geistesnahrung sind. Wird ausgefüllt mit irgendwas, nur damit es nicht langweilig wird. Aber im Allgemeinen, wenn wir überhaupt nicht also die Achtsamkeit weiterführen, da wo wir sie glauben, dass sie nicht mehr nötig ist, dann kommen natürlich unsere Negativitäten hoch. Achtsamkeit bedeutet, dass wir in dieser Sekunde mit der einen Sekunde verbunden sind. Dass wir nicht in irgendwelche Fantasien ausschweifen. Wenn man jetzt achtsam wird, auch wenn es nur 5 Minuten oder 3 Minuten lang ist, dann merkt man, und vor allen Dingen, wenn man meditiert, merkt man, dass Fantasien ausschweifen eine viel größere und bedeutendere Gewohnheit ist, die wir haben, als achtsam zu sein. Geist fantasiert, furchtbar gerne. Wir nennen ihn einen Zauberkünstler. Er kann alles Mögliche machen. Er könnte auch achtsam sein. Aber da muss man ihn festhalten. Muss man ihn dort festhalten, wo wir jetzt gerade sind. Das lernt man in der Meditation. Wir lernen in der Meditation, dass wir auf den Atem aufpassen, achtsam sind. Heißt Anapanasati. Sati ist Achtsamkeit. Anapana ein- und ausatmen. Und wenn wir das genügend gelernt haben, dann können wir dabei bleiben. Aber sollten wir selbst am Tage, jeden Tag, 1 Stunde meditieren? Und was machen wir mit den restlichen 17 oder 18 Stunden, die wir wach sind? Was machen wir da? Wie oft ärgern wir uns am Tag? Wie oft lehnen wir was ab? Wie oft glauben wir, dass die anderen dran schuld sind? Wie oft läuft's nicht gut? Was machen wir eigentlich mit unserem Geist? Also die 1 Stunde kann die anderen 17, die wir wach sind, unmöglich oder 16 oder wie viel das sein sollten, aufwiegen. Das geht einfach nicht. Nicht genug. Das heißt also, Achtsamkeit ist etwas für einen Tagesablauf. Und das ist hier bei diesen 37 Erleuchtungsfaktoren eine ganz interessante Tatsache. Alle sind für den Tagesablauf. Denn unser Leben ist von morgens bis abends Tagesablauf, alltäglich. Was immer wir tun, ob wir jetzt bei der Arbeit sind, im Haushalt, auf dem Ferienaufenthalt, ganz egal, ist der Tagesablauf. Und die Achtsamkeit bedeutet also 4 Grundlagen. Die 4 Grundlagen, das muss man sich auch mal merken. Wenn man sich das nicht merkt, hat man keine Methode. Und wenn man keine Methode hat, dann macht man genauso weiter wie immer. Glückssache. Dukkha loszuwerden ist keine Glückssache. Dukkha loszuwerden ist harte Arbeit. Und vor allen Dingen muss man wissen, dass es harte Arbeit an sich selber ist. Aber es ist möglich. Glückssache kann es nicht sein.
Denn dann wären wir es ja längst los. Meine, so viel Unglück kann ja kein Mensch haben, dass man immer weiter Ducker hat. Wieso hat man immer weiter Ducker? Irgendwas stimmt doch nicht. Also, die Geistesschulung. So wie der Buddha hier sagt, Geistesschulung. Übrigens heißt das Wort Geistesschulung auch Meditation, aber nicht allein. Meditation heißt auf Pali Bhavana und das bedeutet Geistesschulung oder Geistestraining. Aber wie ich bereits sagte, das gehört dazu. Aber die anderen Stunden am Tag sind genauso wichtig. Die vier Grundlagen. Der Körper, die Emotionen, die Gemütsstimmungen und die Gedankeninhalte. Und diese vier muss man sich mal merken. Denn man wird im Allgemeinen, im Tagesablauf, von einer von diesen Grundlagen zu den anderen überwechseln, so wie es gerade im Moment notwendig ist. Das, was am stärksten hervortritt, das ist das, was uns beschäftigt. Also zum Beispiel Körper. Sagen wir mal, wir stoßen uns mit dem Fuß an einem Stein. Ja, dann ist wohl der Körper in dem Moment das Stärkste, was uns beschäftigt. Und dann müssen wir die Achtsamkeit darauf lenken, was da geschehen ist und aufpassen, was wir für Reaktionen haben. Die Reaktionen sind dann die zweite Grundlage, die Emotionen. Und der Anlasser war der Körper. Das passiert nur sehr häufig, muss man sich nicht gerade extra stoßen. Der Körper ist sehr häufig der Anlasser. Da tut der Rücken weh, da hat man Zahnschmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schnupfen, Husten, Grippe, was immer es sei und noch viel schlimmere Sachen. Also, man fühlt sich nicht gut. Also ist man auch nicht sehr gut aufgelegt und verbreitet um sich ein Gefühl der Ablehnung, des Widerwillens, weil man nicht gut aufgelegt ist und findet das total berechtigt, weil einem ja der Körper nicht genau so das macht, was man gern möchte. Ist das wirklich berechtigt? Das ist eine Art und Weise, sich den Emotionen hinzugeben, die nicht nur einen selbst unglücklich machen, sondern natürlich auch die Menschen um einen herum. Und dass mit dem Körper andauernd irgendwas los ist, ist klar. Je älter er wird, desto weniger ist er in Ordnung. Aber das hat gar nichts zu sagen. Bei den jungen Menschen ist er auch nicht in Ordnung. Und bei dem Art Wetter, die man hier im Winter hat, ist er auch nicht in Ordnung. Also da ist überhaupt nicht zu erwarten, dass man den für total in Ordnung bekommt. Das Einzige, was man total in Ordnung bekommen kann, ist der Geist. Das bedeutet nicht, dass man nicht merkt, dass der mit dem Körper irgendwas unangenehm ist. Es sind unsere Reaktionen. Und damit beunruhigen wir machen unsere Umwelt genauso unglücklich, als ob denen auch der Körper wehtun würde. Dafür wäre Rücksichtnahme auf andere sehr wichtig. Und was ist Rücksichtnahme? Rücksichtnahme ist liebende Güte. Sich auf andere einzustellen, bedeutet, dass man sich selbst mal 5 Minuten lang vergisst. Ist schwierig. Man kann sich kaum vergessen, vor allem wenn der Körper wehtut. Aber es geht. Es ist möglich. Und mal daran denken, dass diese Reaktionen, die wir da haben, zum Körper nicht gut geht, ja wohl stimmen, aber wir müssen damit nicht uns selbst und andere unglücklich machen. Das heißt also, wir benutzen die erste und zweite Grundlage der Achtsamkeit. Was ist mit dem Körper los? Aha, funktioniert nicht so, wie er sollte. Da kann man sich mal überlegen, funktioniert überhaupt irgendetwas so, wie es sollte? Was ist denn eigentlich mit diesem Körper? Ist es nicht garantiert, dass der sterben wird? Und wer hat mir garantiert, dass dem immer gut geht, bis er stirbt? Und habe ich mir schon mal überlegt, dass der jederzeit sterben kann? Oder ist das eine Überlegung, von der ich zurückschrecke, vor der ich Angst habe? Sollte das Letztere der Fall sein, dass man zurückschreckt und Angst hat, dann hat man nicht gerne die Wahrheit.
Achtsamkeit bedeutet auch, dass man die Wahrheit erkennt. Es ist unmöglich, dass ein Körper am Leben bleibt. Alles, was geboren wurde, muss sterben. Das ist ein Naturgesetz. Der Buddha hat das Dharma oder das Dhamma, Dharma ist Sanskrit, Dhamma ist Pali, gelehrt. Das Wort Dharma ist vielleicht sogar noch mehr bekannt als das Wort Dhamma. Es ist die Lehre des Buddhas, das Wort bedeutet Lehre des Buddhas. Aber es bedeutet außerdem die Wahrheit. Es bedeutet die Naturgesetze. Es bedeutet die Rechtschaffenheit. Es bedeutet, sich dem zu nähern, wie es wirklich ist. All das ist in dem Wort enthalten. Dharma ist etwas, worauf man sich verlassen kann. Es stimmt für jeden. Es passt uns im Allgemeinen nicht. Es passt uns nicht, dass wir vergänglich sind. Es passt uns nicht, dass die Dinge, die wir behalten wollen, auch verschwinden. Es passt uns nicht, dass wir nicht das bekommen, was wir gern hätten. Es passt uns alles nicht. Aber in Wirklichkeit ist alles Dharma. So ist es. Die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und sollten wir mal darauf kommen, dass wir das versuchen wollen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind und sie so zu akzeptieren, dann würden wir in der ersten Minute merken, was das für eine Erleichterung ist. Das, was uns nicht passt, ist Beschwerde. Das ist, als ob man eine geschlossene Tür einlaufen will. Da muss man sich furchtbar anstrengen, dann bleibt es trotzdem noch zu. Die Dinge sind nun mal so. Aber wenn man das akzeptiert, dass sie so sind, dann hat man eine Beschwerde schon erstmal losgelassen. Um sich mit dem Körper also zu beschäftigen, handelt es sich nicht nur darum, dass wenn es ihm nicht gut geht, dass man da mal das akzeptiert, so wie es ist, und daran denkt, dass er bestimmt verschwinden wird und dass das immer ein Teil des menschlichen Lebens ist, dass dem Körper zeitweise nicht gut geht, sondern es bedeutet auch, dass wir uns darauf konzentrieren, was wir machen mit dem Körper, was wir tun. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, wenn nichts anderes im Moment vorliegt, worauf man sich konzentrieren muss, so hat man ein viel einfacheres Leben. Man vergisst nicht die Dinge, die man an sich behalten sollte, haben sollte, in der Hand haben sollte. Man hat keine großen Schwierigkeiten. Man macht nicht etwas, was einem nachher leid tut. Man passt auf, was man tut. Das sind die Handlungen. Körper ist Handlung. Taten. Wir machen mit jedem Gedanken Karma. Und führen das Karma dann aus mit dem Körper. Wenn wir uns also einmal darauf konzentrieren, was wir mit dem Körper machen, können wir auch feststellen, ob wir gutes oder schlechtes Karma machen. Sehr vieles ist neutral, das ist klar. Aber sehr vieles ist gut oder schlechtes Karma. Das heißt also, wir können unseren Körper dazu verwenden, um einmal festzustellen, was wir eigentlich tun, was natürlich auf unseren Gedanken basiert ist. Das ist die vierte Grundlage der Achtsamkeit. Ich gehe mal von der ersten zur vierten. Die vierte ist der Inhalt der Gedanken. Und das ist etwas, was nachher noch einmal zur Sprache kommt, als vier Teile der Erleuchtungsfaktoren, die vier großen Anstrengungen. Aber wir kennen das aus der Meditation. Etikettieren. Ohne das geht's überhaupt nicht. Ich möchte behaupten, ich denke, es ist keine Übertreibung, dass mindestens 95% der Menschheit, wenn nicht noch mehr, niemals ihren Gedankeninhalt etikettieren. Überhaupt keine Ahnung haben, was da vor sich geht. Und die anderen 5% sich vielleicht bemühen. Ich nehme an, das stimmt ungefähr. Wenn man meditiert und bei der Meditation bleibt und nicht das vergisst, dann wird es zur Gewohnheit.
und wird zur Gewohnheit außerhalb der Meditation. In der Meditation ist es ein Teil des Lernens, des Lernprozesses für die Meditation, dass wir den Gedankeninhalt etikettieren, damit wir uns einmal selber kennenlernen und auch erkennen, dass der Beobachter, der das etikettiert, nicht mehr der Denker ist und wir den Gedanken fallen lassen können. Wenn uns das aber zur Gewohnheit wird, dann machen wir das tagtäglich, von morgens bis abends. Und dann merken wir, was da für Schwierigkeiten in unseren Gedanken hochkommen, die wir alle, ohne Ausnahme, selbst gebastelt haben. Jede Schwierigkeit, die wir haben, haben wir alle selbst gebastelt. Und da können wir uns noch so sehr versuchen auszureden. Nein, das ist darum, weil er oder sie das oder jenes gemacht haben. Was er oder sie gemacht, getan, geredet haben, das haben er oder sie gemacht oder geredet oder gedacht. Was wir denken, ist unsere eigene Schwierigkeit, die wir uns selbst hergerichtet haben. Und da sind wir Experten, uns das Leben schwer zu machen. Wozu wir das machen, wissen wir nicht. Wir reden uns ein, dass wir das machen, weil es nicht anders geht. Aber haben wir schon mal probiert, dass es ganz anders auch geht? Die meisten Menschen haben noch nicht probiert, weil sie denken oder auch sagen, sie können es nicht. Das ist ein ganz interessanter Satz, ich kann nicht, der beheißt nämlich in Wirklichkeit, ich will nicht. Das ist der wirkliche Satz dahinter. Aber dazu muss man das Dharma an oberste Stelle gesetzt haben, nämlich die Wahrheit. Wenn man das getan hat, dann wird man zugeben, dass ich wollte gar nicht. Nicht ich kann nicht, jeder kann. Wenn wir also in unseren Gedanken Schwierigkeiten haben, und wer hat sie nicht, dann ist der erste Schritt auf dem spirituellen Pfad, dass wir wissen, wir haben uns diese Schwierigkeiten selber gemacht. Durch unsere Reaktion auf etwas, was wir entweder nicht haben wollten, so wie es ist, oder haben wollten, weil wir es nicht bekommen haben. Eins von beiden. Entweder wollten es haben oder wir haben es bekommen und wollten es nicht haben. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und wenn uns das einmal klar wird, dann haben wir eine Möglichkeit zu praktizieren, zu üben. Geistesschulung. Nur dann. Wenn wir das nicht tun, dann gibt es keine Geistesschulung. Dann kann diese Henne so lange sitzen, wie sie will, da kriegt es keine Küchlein draus. Das ist die Geistesschulung. Die Henne muss selber sitzen und brüten. Wir müssen selber sitzen und den Geist so erkennen, dass wir auch eines Tages ihn auch so ändern können, wie wir wollen. Und da ist bei der Achtsamkeit Folgendes zu beachten. Und das ist ein wichtiger Punkt, und nur dann funktioniert sie. Wenn wir als neutraler Beobachter neben uns stehen, am Anfang scheint das schwierig zu sein, ist aber gar nicht schwierig. Im Gegenteil, es ist bedeutend einfacher, als immer da innen drin zu sitzen und die ganze Zeit zu reagieren. Es ist schrecklich unangenehm, die ganze Zeit zu reagieren. Die meisten Menschen tun es ja. Und es ist nicht besonders erfreulich, weil es sehr viel Unruhe schafft. Innen. Außen natürlich auch, aber erstmal innen. Aber wenn man als neutraler Beobachter neben sich steht und mal beobachtet, was da eigentlich vorgeht, dann kann man auch eines Tages darüber lächeln. Und wenn man angefangen hat, darüber zu lächeln, was da drinnen einem vorgeht, dann hat man schon einen großen Schritt getan. Das heißt noch nicht, dass man nun sofort alles, was da drinnen vorgeht, ändern kann. Aber darüber lächeln ist schon ein großer Schritt. Denn dann sieht man, dass man es nicht ganz so ernst zu nehmen braucht, was einem alles nicht passt, wie man vorher geglaubt hat.
Und dann kann man auch mal vergleichen, ob die Dinge, die einem selber nicht passen, ob die anderen Leuten auch nicht passen oder ob die die ganz wunderbar finden. Und dann merkt man ganz deutlich, dass vielleicht die anderen das, was einem nicht passt, ganz in Ordnung finden. Und dann kann man sich nochmal darüber Gedanken machen, ob das überhaupt sich lohnt, darüber auch nur einen einzigen Gedanken zu verlieren. Manche Menschen können abends nicht einschlafen, weil ihre Gedanken herumkreisen um das, was ihnen nicht passt. Das ist doch ein furchtbarer Zustand. Und tagsüber kreisen es natürlich auch darum, was ihnen alles nicht passt. Wir könnten auch genauso gut nämlich das Gegenteil machen. Wir könnten unsere Gedanken darum kreisen lassen, was uns ja passt. Und das andere mal beiseite lassen. Braucht man keine Angst zu haben, dass man nicht mehr weiß, den Unterschied zwischen gut und schlecht, das wäre furchtbar. Dann würde man ja nicht mehr in der Lage sein, ein anständiges, moralisches Leben zu führen. Aber wir brauchen uns nicht immer zu damit zu beschäftigen, was uns nicht gefällt und was andere falsch gemacht haben. Die ganze Welt macht im Prinzip alles falsch. Bis auf diejenigen, die erleuchtet sind. Und die sind so wenige, dass wir jetzt im Moment darüber nicht zu sprechen brauchen. Im Prinzip alles falsch, weil es alles von einer Warte aus gesehen wird, was immer es sei, was sie tun oder denken, dass ich bin da und ich muss jetzt so handeln und ich reagiere so und ich habe auch noch Recht. Denn wenn ich nicht Recht hätte, dann würde ich ja nicht so reagieren. Jetzt muss man mal überlegen, ob das wirklich logisch ist. Der Nächste reagiert ganz anders, der hat aber auch Recht. Also wer hat nur Recht? Und der Übernächste wieder anders. Also irgendwo stimmt da irgendwas nicht. Die ganze Geschichte ist so, dass wir uns so in einen Furche eingefahren haben, aus der es schwer ist herauszukommen. Sie werden die Triebe genannt. Sie sind unsere Hindernisse, unsere Triebe. Aber es ist ja ganz egal, wie wir es nennen. Sie machen uns Ducke. Und es gibt keinen Menschen auf der Welt, möchte ich sagen. Das ist vielleicht nicht ganz richtig. Aber der nicht ohne Ducke leben möchte. Und der andauernd sind die meisten Menschen dabei rumzubasteln, um das, was noch an den Ecken so mit Ducker verhaftet ist, loszuwerden. Und manchmal ist die ganze Sache mit Ducker verhaftet, das wollen sie loswerden. Aber in Wirklichkeit hockt es in uns drin. Also, unsere Gedanken etikettieren, als neutraler Beobachter daneben stehen. Feststellen, was mache ich eigentlich? Wie geht mir das eigentlich? Was ist da eigentlich passiert? Ist das alles berechtigt, was ich da denke? Oder bin ich mal wieder dabei, negativ zu sein? Und glaube ich, die anderen sind schuld? Solange wir glauben, dass die anderen schuld sind an unseren eigenen Unannehmlichkeiten, haben wir keine Möglichkeit, das zu ändern. Denn die anderen zu ändern, das ist wohl schwierig. Sich selbst zu ändern ist schon so schwierig, geschweige noch andere. Aber es wird auch immer wieder probiert, die anderen zu ändern. Der Inhalt der Gedanken, den mit einem Etikett zu belegen, bedeutet, dass wir einmal erkennen können, wie es bei uns gewohnheitsmäßig zugeht. Und dazu gehört auch die dritte Grundlage der Achtsamkeit, das sind die Gemütsstimmungen, die bei manchen Menschen so stark ausgeprägt sind, dass sie den Gedankenfluss und die Emotionen so beeinflussen, dass sie gar nicht anders in der Lage sind, solange sie das nicht erkannt haben. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die früh morgens aufwachen und alles sieht grau und schwarz aus. Und damit meine ich jetzt nicht den Himmel, der wirklich so aussieht, sondern alles, was in den ganzen Tag bringen soll. Alles ist unangenehm, grau und beschwerlich und nicht zufriedenstellend und
nicht erfreulich. Das ist extrem. Und dann brauchen sie viel Zeit, um da rauszukommen, aus dieser Gemütsstimmung. Und sehr häufig kommt es gar nicht raus. Die bleibt unterschwellig bestehen. Und wenn diese Art Gemütsstimmung unterschwellig bestehen bleibt, was passiert dann? Dass alles, was am Tage geschieht, sofort in die Kategorie beschwerlich, unangenehm, scheußlich eingesortiert wird und mit Negativität belastet ist. Weil die Gemütsstimmung schon so von morgens an sich gezeigt hat und sie nicht losgeworden sind. Daher, das ist allerdings extrem, wie man das immer hat. Manchmal hat es vielleicht jeder, aber immer ist ein extremer Fall. Wenn man es nicht immer hat, dann kann man den Unterschied erkennen. Ist einfacher. Da kann man einen Unterschied erkennen, dass man mit Freude und Dankbarkeit und Liebe aufwacht, als Gemütsstimmung, dass einen dann die Dinge, die einen am Tage berühren, auch diese Reaktionen in einem hervorrufen. Diese unterschwellige Gemütsstimmung, die man schon jahrzehntelang mit sich rumschleppt, die und wahrscheinlich schon immer gehabt hat, ohne dass man es weiß, bringt die Emotionen und die Gedanken in die Richtung, wo sie hinläuft. Das heißt also, die zu erkennen, muss man nicht gleich früh morgens mal aufwacht sein, vielleicht mal nicht helle genug zu der Zeit, aber überhaupt mal zu erkennen, was man für eine unterschwellige Gemütsstimmung hat und nicht sich von dem Körper beeinflussen lassen, sondern effektiv die Gemütsstimmung erkennen. Das ist eine große Hilfe, um die Gedanken und Emotionen auf einer Basis zu belassen, wo sie einen nicht ständig Ducker machen. Es gibt Menschen, die sich ständig Ducker machen. Es gibt solche, die sich selten Ducker machen. Und es gibt solche, die sich abwechselnd Ducker und Zucker machen. Die meisten Menschen, könnte man vielleicht sagen, machen es abwechselnd. Aber diese Abwechslung kommt, machen sie so, dass sie das Zucker nicht aus sich, also das Gegenteil von Dukkha, die Freude, ja, nicht aus sich selber herausbringen, sondern von außen suchen. Und das ist die Achtsamkeit, die wir brauchen. Einmal festzustellen, dass wir ja an sich, genau wie wir das Unangenehme in uns herumtragen, das Angenehme auch in uns herumtragen. Und es unsere eigene Wahl ist, zu welchem wir uns hinneigen. Und wenn wir das einmal begreifen, dass wir das können, dass wir diese Wahl treffen können, bedeutet das nicht, dass wir nun jedes Mal erfolgreich sein werden. Der Geist ist schwerfällig. Der lässt sich nicht gleich umbauen. Manche Geister sind sehr schwerfällig, manche nicht so schwerfällig. Aber auf jeden Fall erstmal wissen, es ist möglich. Und was passiert dann, wenn wir wirklich mal uns unserem eigenen Inneren Freude zuwenden, statt immer wieder unserem eigenen Inneren Ducker zuzuwenden? Wir sind ein Herd der Freude, ein Herd der Festigkeit, eine Hilfe für jeden, der mit uns überhaupt in Berührung kommt. Machen wir das Gegenteil, sind wir eine Beschwerde für jeden, der mit uns in Berührung kommt. Wir machen es also nicht nur für uns alleine. Selbstverständlich sind wir die Nutznießer davon, das ist klar. Aber jeder andere ist auch ein Nutznießer davon. Denn wer mit uns dann in Berührung kommt, wenn Freude aus uns herauskommt, so ist das eine ganz andere Situation, als wenn diese Beschwerlichkeit des Unangenehmen aus uns herausfließt. Diese berühmten Ausstrahlungen, die bei manchen Menschen sehr stark sind und sehr stark positiv, aber das kommt nur durch innere Arbeit. Das kriegt man nicht durch Glückssache geschenkt. Da muss man schon sitzen bleiben und nicht immer wieder aufstehen. Und dann gibt es Menschen, bei denen die unangenehme Ausstrahlung sehr stark sind.
so stark, dass man vielleicht gar nichts mit ihnen zu tun haben will. Und derjenige, der da nichts gegen tut, der glaubt natürlich, dass seine Negativität total berechtigt ist, weil in der Welt so viel Schlechtes ist oder weil irgendjemand gerade was Schlechtes gemacht hat. Natürlich ist in der Welt viel Schlechtes. Warum? Weil die Menschen sich mit ihrem Dukkha, mit ihren Ausstrahlungen des Negativen beschäftigen, statt mit den Ausstrahlungen der Freude. Aber wenn wir darauf warten, dass uns irgendetwas geschieht, was uns Freude bringen sollte, so ist das auch wieder nicht häufig genug, um unsere Gemütsstimmung einmal so zu ändern, dass uns das andere nicht mehr passieren kann. Wir haben die Freude in uns, genau wie wir diese Negativitäten in uns haben. Wieso sollten wir nur das eine haben? Wir haben beides. Und dadurch können wir uns das in uns finden. Wir müssen nicht irgendetwas von außen bekommen. Und je mehr wir das in uns finden, desto stärker ist dann auch unsere Freuden-Einfluss auf andere. Das ist selbstverständlich, da brauchen wir nichts zu tun, da brauchen wir nichts zu sagen. Das passiert von ganz alleine. Dieses Erkennen der eigenen Gemütsstimmungen ist ein wichtiger Weg, aber es ist schwieriger. Es ist schwieriger, als die Inhalte der Gedanken zu etikettieren, und es ist schwieriger als die zweite Grundlage, die eigenen Emotionen zu erkennen. Das heißt also, wenn wir die Achtsamkeit noch nicht sehr viel geübt haben, obwohl wir es vielleicht schon x-mal davon gehört haben, aber es war immer nur ein Wort, wir haben es gar nicht gemacht, dann ist es am besten, dass man sich mit dem Körper, den Emotionen und dem Inhalt der Gedanken beschäftigt. Und erst später sich auf die Gemütsstimmungen einlässt, weil das ist schwieriger. Sie sind subtiler. Sie sind unterschwelliger, daher etwas schwieriger zu finden. Der Inhalt der Gedanken zu etikettieren, kann jeder, der meditiert hat. Denn das gehört dazu. Der Inhalt der Emotionen zu etikettieren, ist genau dasselbe. Aber auf keinen Fall das Negative rechtfertigen. Bei der Meditation tun wir das nicht. Bei der Meditation wissen wir, dass jeder Gedanke oder auch jede Emotion, die hochkommt, nur stört. Sie stören die Meditation. Wenn wir jetzt am Tage uns darüber mal klar werden, dass jede Gedanke und jede Emotion uns, auch wenn sie negativ sind, sehr stören, so könnten wir vielleicht damit leichter fertig werden. Sind äußerst störend. Und sie sind nicht berechtigt, sondern sie sind einfach unsere instinktiven Reaktionen. Weiter gar nichts. Von Berechtigung kann gar nicht die Rede sein. Diese Berechtigung, die wir da irgendwie uns zusammengebastelt haben, beruht darauf, dass wir glauben, dass wir irgendein Recht darauf haben, dass es uns die ganze Zeit gut gehen sollte. Wir haben wahrscheinlich alle schon lange genug gelebt, um zu merken, dass das nicht der Fall ist. Dass uns nicht die ganze Zeit gut geht. Und haben uns vielleicht auch irgendwas zusammengebastelt. Warum? Vielleicht haben wir uns zusammengebastelt, es geht uns nicht die ganze Zeit gut, weil solche Dinge geschehen, wie wir uns da überlegt haben. Nichts davon stimmt. Weder hat man uns versprochen, dass es uns die ganze Zeit gut gehen soll, noch hat irgendetwas außen von uns daran Schuld, dass es nicht uns die ganze Zeit gut geht. Diese Idee ist nichts anderes wie eine Fantasieidee, von denen wir Dutzende mit uns herumschleppen. Der Buddha hat versucht, dass wir die loslassen, dass wir die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind, und uns damit beschäftigen, einmal nicht nur sie so zu sehen, sondern auch das Positive in uns zu fördern. Und dieses Positive in uns zu fördern,
bedeutet bei den Emotionen natürlich Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut. Und bei den Gedanken bedeutet es, dass wir Hilfsbereitschaft und Akzeptieren, Toleranz und Erkennen üben. Es ist ganz einfach, den Unterschied zwischen Negativen und Positiven in sich selbst zu merken. Das Negative hat zwar eine Stärke und eine Kraft, aber es ist nicht beglückend. Das Positive hat noch mehr Kraft und ist immer beglückend. Das ist ganz deutlich zu erkennen. Aber beglückend bedeutet nicht, dass wir nun etwas suchen müssen, was von außen kommt, durch die Sinne, damit wir etwas Glück haben können, sondern nach innen, wo es wirklich vorhanden ist. Denn was von außen auf uns zukommt durch die Sinne, ist erstens einmal sehr kurzfristig und außerdem ist es abhängig davon. Wenn wir nach innen gehen, sind wir unabhängig. Unabhängigkeit ist der erste Schritt zur Freiheit. Diese 37 Faktoren, die der Buddha hier erwähnt, sind die Schritte zur absoluten Freiheit. Freiheit von Unabhängigkeit, Freiheit von Dukkha, Freiheit von den Emotionen, die uns das Leben erschweren, die anderen Menschen gleich mit das Leben erschweren. All das ist Freiheit. Freiheit bedeutet, dass wir die Bürden, die wir auf den Schultern tragen, loslassen können. Diese Bürden, die wir auf den Schultern tragen, die merken wir im Allgemeinen erst, wenn wir sie loslassen können. Wir merken gar nicht, was wir da alles mit uns rumschleppen. Zwar manchmal beschweren wir uns über dies oder jenes, aber dass wir uns die Bürden selber aufgehalst haben, das merken wir gar nicht. Daher die Geistesschulung, des Geistes Übung, Achtsamkeit. Wir werden die Achtsamkeit jetzt in der Meditation üben, in zwei Wegen. Erstens einmal die Körperachtsamkeit, das heißt auf den Atem, wie er herein und heraus geht. Und natürlich, was macht der Geist? Er macht nicht mit, ist ja klar. Sowas soll er mitmachen, wo er doch den ganzen Tag denken durfte und alles Mögliche machen durfte. Da denkt er gar nicht dran, gleich mitzumachen. Also machen wir die vierte Grundlage, den Inhalt der Gedanken. Was kommt da alles hoch? Sind das jetzt negative Dinge, die hochkommen? Sind das positive Dinge, die hochkommen? Sind es Dinge, die hilfreich sind für mein Glück und das Glück anderer? Oder ist es einfach nur der Geist, der fantasiert und etwas erzählt? Das Etikettieren ist ein Erkennen. Was immer wir eine Etikett wir darauf kleben, ist nicht wichtig. Die Hauptsache ist einmal erkennen, was mache ich eigentlich mit meinem Geist? Und jedes Mal, wenn wir merken, dass wir nichts anderes machen, als mit dem Geist in der Welt herumschweifen, und uns irgendwie beschäftigen mit dem Geist, können wir ihn wieder zurückbringen. Aber erst, wenn wir es gemerkt haben. Dann bringen wir ihn zurück und sind wieder auf dem Atem. Und dann geht er wieder spazieren. Und dann holen wir ihn wieder zurück. Und wir sollten ihn liebevoll behandeln, den Geist, aber sehr bestimmt. Obwohl wir ihn liebevoll behandeln sollten und uns nicht selber tadeln, so muss er doch eine Bestimmtheit haben, so wie man ein kleines Kind erzieht. Es muss bestimmt wissen, wo seine Grenzen sind, das Kind. Aber liebevoll. Der Geist genauso. Der soll genau wissen, wo seine Grenzen sind. Bei der Meditation sind seine Grenzen fein gesteckt. Und jedes Mal, wenn er die Grenzen überschreitet, was er natürlich sehr häufig tut, dann ihm liebevoll sagen, da gehörst du gar nicht hin, komm zurück. Und bevor man ihm sagt, er kommt zurück, mal schauen, was macht er eigentlich da? Also ist er da, will er sich da ablenken oder will er da zeigen, was er alles weiß und kann oder was will er eigentlich? Was macht er eigentlich da?
oder denkt er an die Zukunft, ist er mal wieder mit der Zukunft, mit Planen und Hoffen beschäftigt und will nicht in der Gegenwart bleiben? Was hat er eigentlich für im Sinn? Und wenn man festgestellt hat, was er da im Sinn hat, zurückholen. Und das kann man, muss man vielleicht innerhalb der Meditationszeit 50 Mal machen, 100 Mal machen, das ist egal. Das ist ganz egal, wie oft. Immer wieder, immer wieder. Eines Tages wird es zur Selbstverständlichkeit und wird es ganz einfach. Aber man muss dabei bleiben. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Nächstes Mal gehen wir auf den nächsten Erleuchtungsfaktor, der die rechten Anstrengungen sind, die ich eigentlich schon jetzt auch angeschnitten habe. Wir werden davon nächstes Mal auch sprechen. Wenn irgendwelche Fragen jetzt sind, jetzt wäre die Zeit dafür. Ich hätte eine Frage zu der Gemütsstimmung hier. Angenommen, das Beispiel vorhin, ich erkenne morgens, ich wache auf, ich bin schlecht gelaunt, ich bin pessimistisch, etc. etc. Dann sage ich mir, okay, ich habe es erkannt, ich schalte um, ich bin jetzt gut gelaunt, ich bin liebevoll, aber das funktioniert meistens nicht. Ist einmal die Methode und der Weg, dass es dann funktioniert. Also wenn ich es mal erkenne, es geht nicht einfach. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt gut gelaunt, ich bin freudig und dann bin ich freudig. Da muss man sich darüber klar werden, wofür man alles dankbar sein kann. Man kann dankbar dafür sein, erstens mal, dass man die Nacht über geschlafen hat. Man kann dankbar dafür sein, dass man gesund genug ist, um aufzustehen. Man kann dankbar dafür sein, dass man noch einen Tag hat, an dem man üben kann, um seinen Drucker loszuwerden. Man kann dankbar dafür sein, dass man genügend zu essen hat. Man kann dankbar dafür sein, dass man einen Tag über den Kopf hat, dass man Freunde hat. Es gibt Dutzende von Dingen, die man als selbstverständlich ansehen, für die man alles dankbar sein kann. Und in dem Moment, wo man diese Dinge sieht als Dankbarkeit, hat das Gemüt eine Möglichkeit, in eine positive Stimmung umzuschalten. Dankbarkeit ist der einfachste Weg, um zu der Positivität zu kommen. Probieren. Was gäb's noch? Noch etwas? Wenn wir mal aufstehen. Um mit der liebenden Güte-Meditation anzufangen, wollen wir noch einmal die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente. Wir wollen unser Herz mit Dankbarkeit anfüllen für alles Gute, was wir in unserem Leben zu finden haben. Für die lieben Menschen, mit denen wir vielleicht zusammen sind, die uns helfen und unterstützen. Für das schöne Heim, das gute Essen, das wir haben. Für die Gesundheit, wenn wir sie haben. Für unsere Fähigkeiten. Alles Dinge, wofür wir dankbar sein können. Dankbarkeit für die Möglichkeit, die Meditation zu üben, den Weg der Läuterung zu gehen. Dankbarkeit für die schöne Natur um uns herum.
Dankbarkeit für alles Gute, was uns schon widerfahren ist. Ein Herz, das voll Dankbarkeit ist, ist ein Herz, das lieben kann. Unpersönlich lieben kann, bedingungslos. Und sich hingeben kann, was wir für die Meditation brauchen. Und jetzt wollen wir Dankbarkeit demjenigen schenken, der hier neben uns sitzt. Dankbarkeit dafür, dass er uns auf diesem Weg begleitet und unsere eigenen Anstrengungen durch seine Anwesenheit unterstützt. Ein Geschenk des Herzens, ohne Erwartung eines Gegengeschenks. Und wir denken an unsere Eltern, ob sie noch am Leben sind oder nicht, und sind ihnen dankbar für alles, was sie für uns getan haben. Vor allen Dingen zu der Zeit, als wir noch nichts für uns selber tun konnten. Aber wir erinnern uns an alles Gute, was wir erfahren haben, und schenken ihnen unser Herz voll Dankbarkeit und sehen, dass sie das beglückt, dass wir damit Glück um uns verbreiten. Und jetzt denken wir an die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen wir vielleicht zusammenleben, sind ihnen dankbar dafür, dass sie bei uns sind, dass sie an uns interessiert sind und zuhören, uns unterstützen, dass wir eine Gemeinsamkeit mit ihnen haben. Wir schenken ihnen unser Herz voll Liebe und Dankbarkeit und spüren, wie das Glück dadurch sich vergrößert. Wir denken an Freunde, Bekannte und Verwandte, die eine Rolle in unserem Leben spielen, sind ihnen dankbar dafür, dass wir mit ihnen zusammen sein dürfen, dass wir ihnen unsere Freundschaft und Liebe schenken können. Dass sie an uns interessiert sind. Die Dankbarkeit, die wir ihnen schenken, füllt ihr Herz. Wir sehen, dass sie sich darüber freuen. Wir freuen uns mit ihnen.
Jetzt denken wir an die Menschen, denen wir im Alltag begegnen, die auch einen wichtigen Teil unseres Lebens ausmachen. Unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, Verkäufer, Postboten, Kassierer, Menschen in Büros, auf der Straße, in den Geschäften, Patienten, Lehrer, Schüler, wer immer unseren Alltag bevölkert. Und wir sind ihnen dankbar dafür, dass wir mit ihnen zusammen sein dürfen, dass wir Harmonie mit ihnen erleben können, dass wir ihnen unser Herz schenken können. Wir spüren die Zusammengehörigkeit. Und jetzt denken wir an den schwierigsten Menschen, den wir je in unserem Leben gekannt haben. Und sind diesen Menschen eh nicht dankbar für die Lernsituation, die er uns dadurch, durch die Schwierigkeiten gegeben hat. Und wir können auch diesen Menschen durch die Dankbarkeit ein liebendes Gefühl entgegenbringen, ihn so akzeptieren, wie er ist, und dadurch die Schwierigkeit verlieren. Und jetzt denken wir an die Bauern. Ohne deren Arbeit wir keine Nahrung hätten. Und wir sind ihnen innigst dankbar dafür, dass sie uns mit Nahrung versorgen. Alles, was wir heute gegessen haben, hat irgendjemand angebaut, irgendjemand versorgt, seine Arbeit und sein Leben dafür gegeben. Wir danken diesen Menschen. Wir denken an die Menschen, die unsere Kleidung herstellen, verarbeiten, transportieren und an uns verkaufen. Wir würden sehr frieren ohne das. Wir sind all diesen Menschen, die da mithelfen, innigst dankbar. Wir denken an die Menschen, die unsere Häuser gebaut haben, unsere Heizungen eingebaut haben, so dass wir angenehm leben können. Und ob wir sie kennen oder nicht, wir wissen, jemand hat es für uns gemacht und wir sind dankbar.
Und wir sind den Menschen dankbar, die unsere Straßen sauber halten und in Ordnung halten, so dass wir uns darauf gut bewegen können. Wir sind denen dankbar, die unsere Post und unser Telefon versorgen, sodass wir Kommunikation miteinander haben. Wir sind Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern dankbar, die uns selbst oder unseren Lieben oder anderen Menschen geholfen haben. Und immer wieder helfen. Und wir sind jedem Baum und jedem Strauch und jeder Wiese um uns herum dankbar, dass sie mit uns leben und atmen und dadurch unsere Welt reinhalten für uns. Ohne sie könnten wir hier nicht leben. Wir fühlen das Glück in unserem Herzen, dass es so vieles gibt, wofür wir dankbar sein können. Und wir verschenken die Dankbarkeit an jeden und alles, was uns in den Sinn kommt. Wir schauen in unser eigenes Herz hinein und sehen, wie es angefüllt ist mit Dankbarkeit und Liebe für unsere Umwelt, unsere Mitmenschen und uns selbst. Fühlen uns darin beschützt und behütet. Mögen alle Menschen Dankbarkeit im Herzen tragen.